Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Und falls du noch nicht Mitglied meiner royalen Familie bist, würde ich mich irre freuen, wenn du es mit einem Klick auf den Abo-Button nachholen würdest. Das Finale der Magnus Carlsen Chess Tour. Ich wiederhole es Tag für Tag. Es ist wirklich super spannend, super interessant zuzuschauen. Und gestern habe ich live kommentiert, das sechste Set beim Stand von 3-2 für Hikaru Nakamura. Und ich kann es ruhig vorwegnehmen, weil die meisten von euch werden es wissen. Carlsen gewann das sechste Set mit 3-1. Und heute erleben wir das Finale des Finales, das siebte Set. Es ist danach vorbei, denn es wird im Modus Best of Seven gespielt. Derjenige, der heute das siebte Set gewinnt, gewinnt das Finale der Magnus Carlsen Chess Tour. Und ich lade euch wieder ganz herzlich ein zu meinem Livestream ab 16 Uhr auf Twitch. Dann werde ich wieder die Partien kommentieren und ich hoffe, ihr werdet zahlreich erscheinen. Gestern hat es schon riesen Spaß gemacht. So, ich zeige jetzt eine der Partien aus dem sechsten Set und zwar, viele von euch werden es erwartet haben, die allererste Partie des sechsten Sets. Für mich ein absolut, ein Instant Classic, muss ich ehrlich sagen, eine fantastische Partie. Carlsen mit Weiß, Nakamura mit Schwarz. Carlsen beginnt mit D4. Es war klar, Carlsen muss gewinnen, das sechste Set, um auszugleichen. Ich habe es vorweggenommen, er hat es ja geschafft. Springer F6, C4, E6, Springer C3. Carlsen lädt Nakamura wieder zur Nimzowitsch-indischen Verteidigung ein. Nakamura nimmt das Angebot an. Läufer B4. Die Grundstellung der Nimzowitsch-indischen Verteidigung. Gestern hatte ich noch eine Partie analysiert mit A3, und zwar die Armageddon-Partie zwischen Carlsen und Nakamura, die Nakamura gewann und damit auch das fünfte Set gewann. Nach A3 Läufer schlägt C3, B schlägt C3 und so weiter. Für heute hatte sich der Weltmeister etwas anderes zurechtgelegt. Für gestern, Entschuldigung, heute ist ja meine Analyse. Gestern spielte er E3. Das Rubinstein-System, eines der besten Systeme im Prinzip gegen Nimzowitsch Indisch. Sehr flexibler Aufbau, wir werden sehen, wie sich Weiß gleich weiterentwickelt. Kurze Rochade, Läufer D3. Es geht darum, schnell die Leichtfiguren zu entwickeln. C5, jetzt spielen beide Spieler theoretisch erprobte Züge. Weiß entwickelt seine Leichtfiguren auf natürliche Art und Weise. Und Schwarz attackiert das weiße Zentrum auf gewohnte Art und Weise. A3 greift sofort den Läufer an. Läufer schlägt C3. Und anstatt jetzt mit dem Springer zu nehmen, nimmt er mit dem B-Bauern raus, der Weltmeister, und hat jetzt hier eine massive Bauernfront im Zentrum, aber dort wird vieles abgetauscht, ne? Weil Schwarz hat ja auch hier einige Bauern im Zentrum. D schlägt C4, Läufer schlägt C4, Dame C7, sehr konkret gespielt mit Tempo, weil Schwarz droht auf D4 zu schlagen und dann den ungedeckten Läufer auf C4 zu kassieren. Weiß muss den Läufer zurückziehen, Carlsen zog ihn nach A2 zurück. Hier möchte ich auf einen weiteren Zug hinweisen, und zwar auf Läufer D3. Und das ist eine Stellung, nicht ganz genau diese Stellung, aber von der Struktur her, eine Stellung, die auch in der Partie zwischen Garry Kasparov und Lajos Portisch vorkam. Ich glaube, Nikšić 1983 oder 85. Und genau diese Partie habe ich auf diesem Kanal auch schon analysiert. Das war letztes Jahr irgendwann. Und die hat auch schon über 100.000 Klicks, also sehr beliebt, diese Partie. Und die würde ich euch echt empfehlen, euch anzuschauen. Weil da auch sehr wichtige Motive auch besprochen werden. Carlsen spielt da jetzt aber Läufer A2. B6 bereitet die Entwicklung des weißfeldrigen Läufers vor. Kurze Rochade. Läufer A6 entwickelt den weißfeldrigen Läufer. Der fesselt hier den Springer. Dahinter steht der Turm. Läufer B2 entwickelt den schwarzfeldrigen Läufer. Auf den ersten Blick sieht dieser Läufer ein bisschen seltsam aus, weil er wird ja von den ganzen Bauern hier, okay, machen wir den mal rot, eingesperrt momentan. Aber wir werden sehen, wie weiß die Läufer peu à peu zum Leben erweckt. Springer C6, Turm C1. Und das ist eine theoretisch sehr wichtige Stellung, denke ich. Es gibt hierzu noch ein paar Vorgänger. Nakamura spielte hier Turm AC8. Ein vernünftiger Zug. Hier geht es für Schwarz darum, naja, im Prinzip nur noch die Türme ins Spiel zu bringen, ins Zentrum, und dann ist er voll entwickelt. In der Praxis kam allerdings häufiger Turm FD8 vor.
Turm C8 scheint auch eher ein neuer Zug zu sein. Turm FD8 sieht ein bisschen logischer aus, sofort den Turm auf die D-Linie zu stellen. Einfach, na, was habe ich denn da gemacht? Einfach nur, um sofort den Turm gegenüber die weiße Dame aufzustellen. Gut. Nakamura spielt aber Turm C8. So. Wie behandelt ein Weltmeister diese Stellung hier? Auch wenn es nur eine Schnellschachpartie ist. Er schiebt sofort die Bauern vor. C4. C schlicht D4. E schlicht D4. Jetzt haben wir hier sogenannte hängende Bauern. So heißt das, diese Struktur. Häufig geht es für Schwarz darum, diese hängenden Bauern irgendwie zu attackieren mit B5 oder E5, um eines dieser beiden Felder hier für seine Leichtfiguren zu bekommen. Für Weiß dagegen ist der Hauptplan, D5 oder C5 vorzuschieben, um einen Freibauern zu kreieren. So, Schwarz spielt hier Dame E7, nimmt die Dame aus der Schusslinie dieses Turmes hier. Und jetzt sehr interessant, spielt Carlsen ohne Umschweife D5. Ein erstaunlicher Zug greift den Springer an, weil es handelt sich dabei um einen Bauernopfer. Statt D5 plädiert meine Engine Stockfish auf Turm E1. Gut, vielleicht hat Carlsen diese Stellung viel, viel tiefer analysiert. Mein Stockfisch zeigt erstmal Turm E1 hier. Und nach Springer A5 mit Angriff auf diesen Bauern hier, C5. Das, was ich schon gesagt hatte, hier einen Freibauern bilden eventuell. Und irgendwie scheint das zu funktionieren. Stockfisch gefällt die Stellung für Weiß. Gehen wir aber zurück zu D5. D5 ist sehr interessant, weil es ein Bauernopfer ist. E schlicht D5. Und das Problem ist, Weiß kann nicht wieder nehmen, weil hier der Springer hängt. Ne? Der Läufer ist ja gedeckt. Das ist Quatsch, das geht nicht. Carlsen hatte das natürlich gesehen und spielte jetzt Turm E1. Stellt den Turm auf die offene E-Linie und liebäugelt damit, den Springer mit Tempo nach G3 zu entwickeln, wo er danach nach F5 könnte. Ne? Mit Angriff auf die schwarze Dame hier. Allerdings opfert Carlsen einen weiteren Bauern. Läufer schlicht C4. Schon zwei Bauern hat er ins Geschäft gestellt. Jetzt kommt Springer G3. Angriff auf die schwarze Dame plus die Idee, Springer F5 zu spielen. Wo der Springer natürlich super stehen würde. So, die Dame muss weg. Dame D8 zurück. Geht leider nicht anders. Dame nach D7 kann die Dame nicht, ne? Mit der Idee hier vielleicht den zu decken. Vermute ich mal. Wieso kann die Dame nicht dahin? Wegen Läufer schlicht C4? D schlicht C4? Läufer F6, Dame D1. Wieso geht das eigentlich nicht? Dame D7. Müsste ich mal wieder die Engine befragen, bevor ich hier wieder ewig drauf schaue. Läufer F6 zuerst, Läufer schlicht F6, Läufer schlicht A2. So, die Pointe ist halt, er kann nicht G schlicht F6 ziehen wegen Läufer schlicht C4 und dahinter ist die Dame. Das hatte ich gesehen, aber ich hatte nur bis hierhin berechnet und dachte, okay, aber jetzt kommt Springer H5 mit Riesenangriff hier. Okay, und G schlicht F6 geht nicht wegen Springer schlicht F6 mit Angriff auf. Mit dieser Gabel hier. Okidoki. Das ist der Grund. Gehen wir zurück zur Partie. Deswegen Dame D8. Einziger Zug wird auch von Stockfisch so angezeigt. Ich habe mich gerade nur gefragt, warum nicht Dame D7. Gut. Hätte ich auch in der Analyse schon vorher mir anschauen können. Und jetzt auch wieder ein sehr interessanter Moment hier. Weiß hat schon zwei Bauern weniger. Und wenn man Material ins Geschäft gesteckt hat, dann ist es eigentlich wichtig, weiteren Abtausch zu vermeiden. Auf den ersten Blick mag Läufer schlicht C4 gut auszusehen, aber das kann nicht die Idee sein der ganzen Spielweise. Nach D schlicht C4, Turm schlicht C4, tauscht Schwarz die Dame und hat erstmal einen Bauern mehr. Und Weiß kämpft hier um Kompensation, er hat Kompensation, aber ohne Damen ist kein Angriff mehr da und gegen den schwarzen König. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders irgendwie. Ne? Deswegen opfert man nicht zwei Bauern. Dame D8, okay. Er wollte nicht tauschen. Der Läufer ist aber angegriffen. Und was macht Carlsen? Er spielt Läufer B1. Starker Zug. Und wir sehen hier, die zwei Läufer gucken in die Richtung des schwarzen Königs. Das ist das typische Läuferpaar im Prinzip, wenn man das so aufstellt und schaut in die gegnerische Königstellung auch, rein. Beides langschrittige Figuren, ne, wirken von der Ferne. B5 von Schwarz, starker Zug, stabilisiert den Läufer auf C4.
Springer F5. So, der Springer steht natürlich prächtig auf F5. Und Nakamura wollte den Springer loswerden und findet einen guten Weg dazu, ihn zumindest anzugreifen. D4. Erstmal, er bietet ein Beschwichtigungsopfer an. Er sagt, komm, nimm den Bauern auf D4, lass uns ein paar Figuren tauschen. Aber Carlsen, nee, nee, ich will keine Figuren tauschen, ich will angreifen, sagt er. Und wie greift der Weltmeister hier an? So, welche Figur würde man gerne in den Angriff bringen? Hier, die Mama. Die kann aber nicht nach G4, weder nach G4 noch nach H5, weil der Springer deckt diese Felder. Deswegen spielte Weiß Dame D2. Die Idee ist, entweder auf diesem Feld zu landen oder auf diesem. Einfach die Dame Richtung Königsflügel schaut. Hier spielte Nakamura Läufer E6. Mit der Idee, den starken Springer gegebenenfalls abzutauschen. Ich denke, etwas besser dürfte Turm E8 hier sein. Mit der simplen Idee natürlich, Material zu tauschen, weil Schwarz hat ja hier Material mehr. Zwei Bauern und ganz einfache Strategie, wenn man Material weniger hat, nicht tauschen. Wenn man Material mehr hat, tauschen. Da gibt es nichts groß drüber nachzudenken. Das kann jeder. Diese Regel kann jeder anwenden. Ganz einfach. Läufer E6. Jetzt auch ein starker Zug von Carlsen. Turm C5. Aktiviert den Turm über die fünfte Reihe, greift den Bauern B5 an, deckt auch den Springer auf F5. Und jetzt kommt im Prinzip, naja, der entscheidende Fehler. Nee, ist vielleicht zu früh. Nakamura spielt jetzt hier A6 und deckt den Bauern auf B5. Verständlich. Besser wäre es allerdings gewesen, den Springer zu tauschen. Weil der Springer ist zu stark und das war ja auch die Idee von Läufer E6. Läufer schlägt F5, greift den Turm an. Dame D6 ist eine Idee, greift den Turm an hier wieder. Turm EC1. Turm C7, Dame C2 und hier hat man den Eindruck, dass Weiß hier Material gewinnt, aber irgendwie findet der Computer hier noch, oder Stockfisch, findet hier noch Verteidigungszüge. Turm E8 hier, schwache Grundreihe von Weiß. Weiß kann sich nicht zweimal auf C6 bedienen, weil dann kommt Turm E1 Schach am Ende. Ne? Wenn Weiß dreimal auf C6 nimmt, dann kommt am Ende Turm E1 Schach. G3, Luftloch für den König. Hier. Aber dann kommt G6, greift den Läufer an. Und Stockfisch sagt dir, das wäre total unklar. Also, ist aber sehr, sehr schwierig zu verstehen hier. Ne? Das ist sehr kompliziert und nachvollziehbar. Ich vermute mal, der Läufer wird abgelenkt. Wenn er nach H3 zurückgeht, kommt D3. Wenn er zurück nach D3 geht, kommt Turm E6. Und irgendwie schafft es Schwarz, alles zusammenzuhalten. Aber für einen Menschen sehr schwierig zu sehen nach Turm C5 hier. Verständlich, warum Nakamura jetzt hier A6 spielte und von Läufer schlicht F5 letztendlich doch abwich, was ja seine Idee war. Ja, und jetzt spielt der Weltmeister groß auf. Ich hatte in meinem Livestream auch gestern Springer schlicht G7 erwähnt. Das ist der Zug, der kam und das ist ein starkes Opfer. Zerstört die schwarze Königstellung und ist völlig korrekt, ist der beste Zug. König schlicht G7, Dame G5 Schach, König A8, einziger Zug und hier konnte ich während des Lives nicht auf die Schnelle den Gewinnzug sehen für Weiß. Mir war nicht klar, wie es hier weitergeht. Ich hatte zuerst Dame H6 gedacht, was ja logisch aussieht. Aber noch viel stärker ist, und das ist der Gewinnzug, Dame H4. Bombig. Das hat Carlsen auch sofort gespielt. Und die Idee ist natürlich, den H7 anzugreifen. Klar. Der Springer kann nicht wegziehen. Und wir werden auch gleich sehen, was passiert. Also, was droht jetzt hier Weiß? Jetzt, das war der Moment, wo Nakamura anfing nachzudenken. Er verbrauchte so ungefähr 3-4 Minuten hier. Und spielte Turm G8. Turm G8 ist so ein typischer Zug, wenn der König hier in der Ecke gefangen ist, um hier Platz zu machen, ne, damit er weglaufen kann. Und halt die offene G-Linie. Mit dem Turm auf der offenen G-Linie zu stehen und eventuell vielleicht den Turm auf G6 dazwischen zu stellen. Gucken wir aber erstmal, was ist eigentlich die Idee von Weiß? Ne, umgekehrt. Wir schauen nach Turm G8, oder? Ne, was ist die Idee von Weiß? Hier an dieser Stelle, ganz wichtig. Versucht es mal selbst zu finden, für all diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Was ist hier die Gewinnidee von Weiß? Wie will er durchbrechen? Er hat hier zwei Mega-Läufer, die beide in die Stellung reinschauen. Er muss im Prinzip diesen Läufer auf B2 zum Leben erwecken. Und das tut er, indem er hier
auf C6 schlägt, ne? Turm schlägt zurück und dann Läufer schlägt D4. Das ist die Idee. Greift den Springer an, fesselt ihn aber auch und dann ist das Matt auf H7 nicht zu verhindern in der Stellung. Das hatte natürlich Nakamura inzwischen bemerkt und spielte Turm G8 und wollte halt, dass der König wegflieht über G7 nach F8. Das funktioniert aber nicht gut. Der beste Zug hier ist, und das ist aber auch sehr schwierig zu sehen, Turm E8. Turm E8, und wenn man erstmal so ein bisschen hinguckt, merkt man, oh, was für eine schöne Verteidigungsidee. Ganz einfach. Turm schlägt C6, funktioniert hier nicht. Turm schlägt C6, Läufer schlägt D4, und jetzt kommt ein Bombenverteidigungszug. Läufer F5. Na, ganz schön viele Farben hier von mir. Der Springer F6 ist gedeckt zweimal, und es droht Turm schlägt E1 matt. Die weiße Grundreihe ist ein Problem. Ja, logisch kann es weitergehen mit Turm schlägt E8, Dame schlägt E8, Läufer schlägt F6 Schach, König G8, Dame G5 Schach, Läufer G6. Schwarz blockt alles ab und es droht hier Schachmatt. Der Turm greift diesen Läufer an und vor allen Dingen auch den Läufer hier mehrmals. Der droht auch zu fallen, deswegen steht Schwarz hier auf Gewinn. Nach Turm E8 hätte Weiß Luftloch machen müssen zuerst, G3. Und Stockfisch sagt zum Beispiel nach König G8, Dame H6, dass Weiß immer noch einen starken Angriff hat, aber es ist noch nichts entschieden. Ne? Hier droht zum Beispiel Turm G5, aber Stockfisch findet hier Züge, um Schwarz am Leben zu halten. Gut, in der Partie kam Turm G8 und jetzt kam das, was ich gerade schon gezeigt habe. Turm schlägt C6, Turm schlägt C6, Läufer schlägt D4. Es droht Matt auf H7, der Springer auf F6 ist gefesselt, also muss der schwarze König weglaufen. König G7. Das war nicht der beste Verteidigungszug, aber das war der logische Verteidigungszug. Der Computer zeichnet noch eine Variante an, wo man zwei Figuren opfert. Läufer F5, Läufer schlägt F5, Turm G6 oder noch eine Qualität opfert. F schlägt G6. Aber auch hier steht Weiß besser, weil er die bessere Leichtfigur hat und der schwarze König immer noch Probleme hat hier auf den schwarzen Feldern. Gut, König G7. Jetzt geht es aber weiter mit Dame schlägt H7 Schach. Der Springer ist gefesselt auf F6, nicht vergessen. König F8, Dame H6 Schach. Gewinnt jetzt hier den Springer. König E8, Läufer schlägt F6. Die Dame muss weg. Droht Matt auf E1, Vorsicht. Dame E3 zurück. Weiß steht jetzt auf Gewinn. Hat zwar nur Läufer und Bauer für den Turm, hat aber immer noch sehr viel Angriff gegen diesen König. Der König steht einfach zu schlecht. Der steht einfach zu offen. Und mit zwei Schwerfiguren und zwei Läufern ist einfach nur noch zu viel Feuerkraft, um diesen König anzugreifen. Außerdem verfügt Weiß auch über hier über einen mega Freibauern. Dame B6, Schwarz bietet hier die Damen zum Tausch an. Und jetzt kommt noch ein Fehler. Turm D1. Etwas zu schnell gespielt von Carlsen. Es droht hier Turm D8 Schach. Deswegen darf Schwarz die Damen nicht tauschen. Aber es gibt hier noch einen guten Verteidigungszug. Turm D6. Statt Turm D1 hier hätte gewonnen Läufer E4. Mit Angriff auf den Turm, Turm D6 und jetzt Dame F3. Gut, auf den ersten Blick ist noch nicht klar, warum es total gewonnen ist, aber Läufer E5 mit Angriff auf den Turm, dann eventuell hier einen Schach geben, der schwarze König überlebt das nicht. Ne? Turm D1, hier aber Turm D6. So, Carlsen wollte nicht den Turm tauschen, verständlich, spielte Läufer D4, greift den Turm, die Dame an, aber droht nicht die Dame zu schlagen, weil der Läufer ist gefesselt. Dame C6 kam in der Partie, jetzt haben beide nicht mehr viel Zeit gehabt, das war glaube ich irgendwo zwischen 1 und 2 Minuten hatten die beide Spieler, oder unter einer Minute hier bald. Natürlich sehr schwierig in so einer Stellung die besten Züge mal zu sehen. Der Computer sagt ja, komm, ganz kalt, blödig, B4, die Dame hängt ja nicht. Komm, machen wir B4, AB4, Dame B4. Und die Stellung ist ausgeglichen, sagt Stockfisch plötzlich. Aber natürlich ist es immer noch sehr schwierig hier für beide Seiten. Ne? Gut, Dame C6 in der Partie. Läufer E4 greift die Dame an, Dame C4. So, jetzt merkte Carlsen natürlich, er hat ein bisschen Probleme mit der Grundreihe und machte sich erstmal ein Luftloch hier, H3, für den König. König D7 von Schwarz möchte... Er möchte irgendwie die Schwerfiguren verbinden hier wieder. Und der König auf D7 steht auch so schlecht nicht. Turm D2. Schöner Zug. Ganz wichtig auch, weil er musste wieder den Läufer auf D4 flott machen. Hier, ihn hier. Das geht aber nicht, wenn der Turm auf D1 steht. Ne?
weil er dann immer gehangen hätte. Hier sagt der Computer immer noch B4, aber der Zug ist insbesondere mit dem nachfolgenden Zug Turm C8 nicht zu verstehen. Finde ich aus menschlicher Sicht, warum B4 hier und dann Turm C8. Nakamura spielte hier Turm E8, wie ich finde, ein logischer Zug, weil er dann in die Richtung der Dame schaut. Funktioniert aber nicht. Es ging weiter hier mit König H2. Ist nicht der beste Zug, aber es reicht zum Gewinn. Läufer D5, Läufer F5 Schach, Läufer E6. Schwarz versucht die Züge zu wiederholen, aber Carlsen greift jetzt die Dame an. Und hier hat die Dame keine guten Felder. Nakamura zog die Dame nach A4. Schauen wir mal die Alternativen an. Natürlich geht nicht Dame schlicht D4 wegen Läufer schlicht B5 Schach. Abzugsschach. Und Weiß gewinnt die schwarze Dame. Die andere Variante ist Dame C6. Noch am zähesten. Aber hier gewinnt Läufer E5. Turm D5. Und hier Dame A7 Schach. Und egal wo der König hingeht, es kommt Turm C2 im nächsten. Und greift die Dame an. Ist gedeckt vom Läufer. Läufer F6 Schach und die Dame hier auf A7 ist halt monsterstark hier auf der siebten Reihe. Und Weiß gewinnt hier. Stattdessen kam Dame A4 und jetzt gewann Carlsen mit Läufer E5, greift den Turm an. Ja, was soll Schwarz machen? Der hängt, ne? Von der sechsten Reihe wegziehen geht nicht, weil dann wieder so ein Abzugsschach kommt. Läufer schlicht B5 Schach, wenn der Turm abhaut auf der sechsten Reihe. Also zog Nakamura den Turm ein nach vorne, Turm D5. Der Computer hätte was anderes gespielt, aber es ist eh total verloren hier. Es gab hier keine Rettung mehr. Dame A7 Schach und es ist vorbei. Und egal, wohin der schwarze König geht, es ist matt im nächsten. Also ob er dahin, dahin oder dahin geht, es kommt Dame C7 Schach im nächsten und es ist schachmatt. Zum Beispiel König C6, Dame C7 ist ein schönes Matt zum Beispiel. Wie ich finde, eine fantastische Partie von Magnus Carlsen. Von vorne bis hinten. Die Art und Weise, wie er hier angreift, ist, er setzt wirklich Standards. Fantastisch, wie er die Figuren, wie er zwei Bauern opfert, Linien öffnet, Diagonalen öffnet, dann die Figuren auf dem Brett behält, die Läufer zum Königsflügel hin zeigen lässt und dann mit den Leichtfiguren maximal aktiviert, Springer G3, Springer F5, Turm auf die fünfte Reihe, Dame über D2 nach F4, G5. Lehrbuchmäßig, wirklich. Fantastische Partie. Kann er echt stolz drauf sein und zeigt mal wieder, warum er so ein starker Spieler ist. Letztendlich gewann er das Set 3:1, hatte ich schon am Anfang erwähnt. Zweite und dritte Partie endeten Remis, die vierte Partie gewann er noch. Und ja, wir können uns freuen, heute Nachmittag das siebte und entscheidende Set. Steht viel auf dem Spiel, erstmal viel Geld. Der Sieger erhält 140.000 Dollar. Der Zweitplatzierte 80.000 Dollar, der Finalist. Und natürlich, für Nakamura geht es einfach darum, einfach zu zeigen, so, dass er auch mal gegen Magnus Carlsen etwas richtig Großes gewinnen kann. Und ja, er kann es auf jeden Fall. Ne? Bis hierhin spielt er super, es steht 3-3. Er hat gezeigt, dass er Carlsen schlagen kann. Und ich bin gespannt, wie es heute ausgeht. Ich freue mich schon riesig drauf und ich hoffe, ihr werdet heute Nachmittag einschalten bei mir auf Twitch ab 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen.